Unter den Augen von Turnvater Jan im Stadion von Dinklage hatten heute am 1. Dezember die Dinklager Burgläufer zum Adventslauf geladen. Das ist der Auftakt der 29. Auflage von Sportler gegen Hunger. Eine Aktion der Oldenburgischen Volkszeitung. Ich frage lieber da. Ja, richtig. Hier oben gehört das. Ich wollte eigentlich gar nicht laufen. Thank you.
Hallo, ich bin's, der Weihnachtsmann von Regio TV. So wie ihr seht, war ich ganz tatkräftig unterwegs und habe ein paar wunderschöne Geschenke, Gutscheine, wunderschöne Sachen organisiert oder das heißt geschenkt bekommen. Und ich hoffe, dass alle Zeit haben am 23.12. zum Weihnachtsmarkt nach Lohne zu kommen. Ich würde mich riesig freuen. Die ganze Arbeit und die vielen Präsente, die wollen wir doch gerne auch verschenken, indem ihr ein Gedicht oder ein Liedchen singt. Ich danke euch. Ho, 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 ho. Schließlich landete der Schlitten mitten in einer Schneelandschaft. Clara war ganz entzückt, als sie feststellte, dass der Schnee rings um sie herum aus Puderzucker bestand. Bonbonbäume, Zuckerstangen und die Berge aus Zuckerguss. Hier kann man ja alles essen, staunte Clara. Hier gibt es aber wunderschöne Weihnachtsgeschichten. So, dann wollen wir mal schauen, was so in der Lohner Büchergalerie bei Frau Schumacher vorbereitet wurde. Ja, hallo lieber Weihnachtsmann, willkommen in der Büchergalerie. Es freut mich, dass du hier bist. Ich habe auch was vorbereitet und da ich ja nicht weiß, wer das Geschenk bekommt, habe ich einen Gutschein vorbereitet. Mhm. Und da kann man sich dann aussuchen, was man möchte. Ob ein Kinderbuch, ein Krimi, einen historischen Roman oder vielleicht eine Leselampe. Ganz egal, unser Angebot ist groß. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich und das wird sicherlich in guten Händen kommen. Das freut mich. Hoho, was ist denn das hier? Mein Gott, was sich hier alles unter Motorhaube befindet. Messungen, die man hier durchführen kann. Bei Bernd Struing in Lohne, da kann man was machen. Super, früher war das alles anders. Da waren wir mit den Rentieren unterwegs. Und heute ist alles modern geworden. Und unter anderem kann man hier diese Abgasuntersuchungen machen, wie man sich weiterentwickelt in den Jahren. Oh, Frau Struing, was haben Sie uns denn da vorbereitet? Wunderbar. Ein Präsent für den Weihnachtsmann, bitteschön. Ja, ich glaube, da können wir wohl was mit werden. Schönen Dank, ja, Frau Struing. Ja, das freut mich. Was erwartet man denn hier so? Was versteht man unter Bernd Struing Lohne? Ja, Reifen und Räder, also es werden Reifen und Räder montiert am Fahrzeug und im Moment ist die Hochsaison, also die Winterreifen, die werden gewechselt. Wir haben bis Ende des Jahres für unsere Kunden ein Angebot und zwar ist das die Abgasuntersuchung für 20 Euro. Oh, das ist sehr schön, sehr schön. Ja. Da werden sich einige bestimmt drüber freuen, ja, Frau Struing. Das wäre schön. Das ist sehr nett von Ihnen. Schönen Dank. Ja, danke schön. Ho, 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 hab ich ein Hunger. Der gute Landschinken von Fischer. Darf es ein Würstchen sein? Ja, das tut mir so gut. Ich hab einen Hunger. Und kalt es ist da draußen. Dankeschön. Kann es sein, dass unser guter Ludger Fischer was Schönes vorbereitet hat? Ja, das hat er. Ein Würstchen. Oho. Wunderbar, welch ein Präsentkorb. Sehr, sehr schön. Da werden sich die Leute drüber freuen. Schönen Dank. Schönen Dank. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Hier gibt es schöne Jacken und Strickjacken. Wunderbar, schicke Blusen, Hosen. Polunder haben wir hier, wunderschöne Sachen haben wir. Und die schöne Abendgarderobe im festlichen Sinne. All das bekommen Sie hier im Modehaus Bürgerding in Vechta. Wunderschön. Schönen guten Tag, Herr Bürgerding. Schönen guten Tag, Herr Nikolaus. Schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass Sie gekommen sind in unser Hause, im Modehaus. Das freut mich, ich komme doch gerne.
Sie haben uns was vorbereitet, so wie ich sehe. Ja, wir haben einen schönen Gutschein für dich gemacht im Werte von 100 Euro. Wee. Den möchte ich gerne überreichen. Sehr schön. Da kann schön. Diejenige, die den Gutschein gewinnt, sich vor Weihnachten oder nach Weihnachten aus unserem großen Modeprogramm was aussuchen, sei es Tagesmode oder Abendmode. Herr Bürgerding, sehr großzügig von Ihnen. Schönen Dank, den nehme ich sehr gerne an. Gern geschehen, lieber Nikolaus. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. So, und jetzt, liebe Regio-TV-Zuschauer, zeigen wir Ihnen mal, wo wir überall waren. Hier sind wir bei der BFD-Tankstelle Vornmoor und wir werden jetzt mal hier den Benzin ausprobieren. Früher waren wir mit den Rentieren unterwegs, aber heute ist es alles anders. So, Familie Vornmoor, wie sieht es denn aus? Habt ihr denn noch so eine Kleinigkeit vorbereitet? Ja, also ein bisschen haben wir noch vorbereitet. Wir haben ja einen kleinen, was aber David? Ein Tankgutschein. Na super, das finde ich ja prima. Ganz toll. Man kann den komplett variabel einsetzen oder für die Autoaufbereitung oder für die Innenreinigung oder Eis, ganz nach Belieben. Okay. Alles, was schmeckt oder auch nicht. Wunderbar, danke schön, nehme ich gerne an. Schönen Dank. Okay. Hallo, wir sind hier in Pechta bei Good Life. Da werde ich mir noch ein bisschen Kräfte ansammeln, damit wir hier so richtig mit großen Geschenken rausgehen können. Irgendwas haben die sich bestimmt für uns einfallen lassen. Also, tschüss. So, Frau Hoffmann. Hallo, hallo. Hallo. Ich habe mich hier vorne schon gerade mal so richtig betätigt. Das war wirklich ganz toll und hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Und da wir ja so eine kleine Verlosung haben am 23. in None, wollte ich da mal reinfragen, was Sie so für uns vorbereitet haben. Also wir haben jetzt hier mal für euch einen Gutschein vorbereitet vom Good Life. Das kann dann, das gewinnt dann jemand halt am 23. Und die Person kann dann bei uns 3 Monate lang trainieren, kann die Sauna nutzen, kann Kurse mitmachen, 3 Monate lang unsere Anlage nutzen, unser Personal nutzen, die Dienstleistung nutzen, wie jedes andere Mitglied auch. Und da freuen wir uns drauf. Das finde ich ganz, ganz toll, Frau Hoffmann, wirklich. Also das ist wirklich was Besonderes und da bedanken wir uns auch recht herzlich. Bitte schön. Schönen Dank. Bitte schön. Wir sind der Behartke bei Mode und Sport in Steinfeld. Für Bekleidungen und im sportlichen Bereich gibt es hier ganz, ganz tolle Sachen. Hallo, Frau Brokering. Sie haben uns da ja etwas vorbereitet. Ja, ich habe ein Geschenk. Wunderbar. Das finde ich ja sehr schön. Für den 23.12. in Lune? Ja, das ist für den 23.12. ein Geschenk vom Mode- und Sporthaus Hartke in Steinfeld. Ein Gutschein, wo sich vielleicht jemand darüber freuen wird. Für diesen Gutschein, Frau Brokering, was können wir denn dafür bekommen? Alles, was das Herz begehrt. Bekleidung, schöne Blusen, Hosen, Röcke, Sportbekleidung. Wunderbar, da wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Schönen Dank. Das hoffe ich. Ja, und nun, wo ist denn der Weihnachtsmann hier gelandet? Hoho, bei Hollenberg in Bregel. Mein Gott, gibt es hier schöne Sachen zu sehen. Und ich glaube, der Herr Hollenberg, hallo, Herr Hollenberg. Ja. Sie haben etwas für uns vorbereitet. Ja, guten Tag, Herr Weihnachtsmann. Na? Ich habe ein paar Geschenke für Sie. Super. Na? Diese Hefte bei ganz brave Kinder, aber auch extrem brav, die gibt's ja abliefern in können. Ja, das ist ja was. Und so groß. Och, ja, da würde sich bestimmt freuen. Wunderschön, Herr Hollenberg. Bitte schön. Dankeschön, Herr Hollenberg. Verraten dürfen Sie ja nicht, was da drin ist. Nee, das ist alles geheim. Herr Hollenberg, haben Sie denn auch noch ein schnelles Fahrrad für ihn? Ja, Sie sind jetzt mit so einem Hollandrad gekommen. Wie wäre es denn, wenn Sie die Pakete also rechtzeitig bei den Kindern vielleicht abliefern können, damit sie ein schnelles Rad kriegen, ein E-Bike nehmen. Was ist das denn? Ein E-Bike.
Das schaffen Sie das. Wahrscheinlich rechtzeitig. Sehr schön, ja. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Herr Holmbeck, wunderbar. Wirklich ganz, ganz toll. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei Ihnen dafür dieses schöne Präsent und vor allem für das Fahrrad. Ja, natürlich. Alles umsonst. Aber das gibt's nicht bei der Verlosung. Nein. Ich stell's dann, wenn meine Reise zu Ende ist, dann bekommen Sie es wieder. Ja, dann können Sie das für nächstes Jahr wieder benutzen. Ach, das ist schön. Dann läuft das unter Gebrauch. Genau. Und jetzt, liebe Regio-TV-Zuschauer, zeigen wir Ihnen mal, wo wir überall waren. Ho, ho, ho! Wo sind wir denn hier? Schaut her, so ein schöner Baum. Schön mit goldenem Schleifenband, goldene Kugeln mit Motiven drauf und Schleifen. Wunder, wunderschön. Man kann es nicht anders sagen. Im Hause Nehmann ist alles wieder schön. Mal schauen, wo unser Herr Nehmann ist. Wollen mal gucken, ob er etwas vorbereitet hat für uns. Ah, dort ist er ja. Und eine Kleinigkeit hat er für uns bereitgestellt. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei Ihnen, Herr Nehmann. Hallo, kleiner Mann. Vincent, sag mal Tag. Guten Tag, wie heißt du denn? Vincent. Und warst du denn auch immer lieb? Ja, das finde ich aber ganz, ganz toll. Wenn ich das Christkind treffe, dann sage ich, dass der Vincent ganz, ganz lieb war. Okay? Okay, dann mach's gut, ne? Und schöne Weihnachten. Tschüss. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen bei Ostmann in Pächter. Was haben Sie für schöne Weihnachtssterne. Wunderbar, man fühlt sich ja wie zu Hause. Richtig toll. Wie pflegt man sie denn? Der Weihnachtsstern ist eine Zimmerpflanze, möglichst warm, das Wasser von unten geben und keine Zugluft, dann ist das ganz einfach. Wunderbar, schönen Dank für die Information. Gerne. So, Frau Maschke. Die Firma Ostmann hat noch ein bisschen vorbereitet und da wollte ich mal reinhorchen, was das so sein kann. Wir haben Gutscheine vorbereitet, die können Sie verteilen. Schönen Dank, das sind aber jede Menge Gutscheine. Dankeschön. Und was können wir hier so erwarten im Geschäft? Von Pflanzen zu Übertöpfen oder was Bepflanztes, von der Floristik. Alles, was man sich eigentlich denken kann, das kann man bekommen dafür. Da bedanken wir uns recht herzlich. Schönen Dank. Gern geschehen. Hohohoho, wo sind wir denn hier? Wir sind hier in dem Steakhouse The Roadhouse. Mein Gott, ist das hier schön und alles schön hergerichtet. Und wollen wir doch mal so richtig sehen, was wir hier zu essen bekommen. Ich habe so einen Hunger, einen großen Hunger. Das sieht aber gut aus. Ja, was bringen Sie mir denn da? Ich habe immer unsere Spezialität gebracht. Wir haben immer Dienstags und Donnerstags Spare-Ribs-Tag. Sperrübs zum Sattessen für 9,90 €. Lassen Sie es sich schmecken. Dankeschön. Ja, guten Appetit. Bitte. Dankeschön. Ja. Lecker, lecker, lecker. Haben Sie uns denn noch etwas Schönes vorbereitet? Ja, natürlich. Wenn der Weihnachtsmann schon mal kommt, dann sind wir auch gerne bereit, mal dem Weihnachtsmann etwas zu schenken. Ein Gutschein möchten wir Ihnen überreichen. Das ist sehr nett. Im Wert von 75 Euro. Oh, danke schön. Das nehmen wir sehr, sehr gedankend an. Schönen Dank auch. Gerne. Ich glaube, hier werde ich meinen Rucksack gegen diesen schönen, großen Rucksack eintauschen. Wunderbar, wunderbar. Der ist aber groß. Da könnte ich ja viele Geschenke mitnehmen. Möchten Sie den mal testen? Das wäre schön. Sehr gerne. Sehr gerne. Nur, wie müssen wir es machen? So? Oh, das ist ja so, als wenn ich in die Kälte müsste. Oh. Der ist aber gar nicht so schwer. Das hätte ich mir aber schlimmer vorgestellt. Sehr bequem auch. Wunderbar. Toll. Ja, da passt ordentlich was rein hier. Das ist sehr schön. Den nehme ich, glaube ich, mit. Wunderbar. So, Herr Gutenkauf. Schönen Dank, dass wir bei
rucksack.de sein durften und ich hoffe, dass für Sie alles gut wird in den Weihnachtsgeschäften und vielleicht können Sie uns noch ein bisschen verraten, was Sie da vorbereitet haben. Ja, wir haben erstmal zwei Geschenke, in gute Hände abzugeben. Dankeschön. Das sind Gutscheine, die von Kindern oder Erwachsenen eingelöst werden können, hier bei rucksack.de für Schuhe, Bekleidung, Rucksäcke, Messer, was auch immer das Outdoor-Herz begehrt. Mhm. Und ich hoffe, die Geschenke werden viel Spaß machen. Ja, das denken wir auch. Schönen Dank nochmal. Mhm. Also, wir sehen uns am 23.12. um 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Lohne. Hallo, schönen guten Abend. Bin ich hier richtig bei Seeger Druck? Ja, da sind Sie. Das ist ja schön. Und wer sind Sie? Ich bin Frau Seeger. Ah, schönen guten Tag, Frau Seeger. Guten Tag, Nikolaus. Frau Seeger, können Sie denn so ein bisschen erzählen, was es hier alles so gibt? Hier gibt es Schreibwaren und Schulsachen, Bastelpapiere, Weihnachtssachen, Deko, Geschenkpapier, wir haben Ordner, wir haben Stifte von Lamy, von Parker, von Pelikan. Super. Alles, was so die Kinder brauchen oder was man auf dem Büro gebraucht. Mhm. Schöne Locher und alles. Wir haben so viele schöne Sachen. Na, das ist aber wunderbar. Das hört sich ja gut an, Frau Seeger. Und kann es möglich sein, dass Sie irgendwie so ein kleines Geschenk vorbereitet haben? Oder was habe ich da gehört? Doch, wir haben auch eine kleine Das Kaste. Ist ja sehr schön. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet. Das ist aber sehr schön, Frau Seeger. Da ist ja richtig groß was drin. Da wird sich so einer drüber freuen. Recht schönen Dank, Frau Seeger. Sehr nett von Ihnen. Schön gemütlich ist es hier. Mmh, die Matratze gut. Ach ja, so lässt sich doch leben. So schön faul. Nach dieser langen Reise bin ich so müde. Muss ich wieder aufstehen? Es nützt mir alle nichts. Die Leute warten alle auf mich, aber ich kann mich hier so schlecht trennen. Am Rheinischen Hof, bei Susan in Dinklage, hier kann man sich ein bisschen frisch machen. Funktioniert alles hier. Alles schön sauber und wohnlich. Ja, hier hat sich das Päuschen doch gelohnt. So, Herr Susan, ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass wir hier zu Gast sein durften. Gerne. Und so wie ich es mitbekommen habe, sollte ich in Lohne zur Verlosung, zur Weihnachtsverlosung bestimmt etwas mitnehmen. Und vielleicht können Sie uns vorab sagen, was uns da ein bisschen erwartet. Richtig, wir haben auch einen Gutschein für Sie fertig gemacht. Das ist ein Gutschein für unser Mittwochsbuffet. Für zwei Personen. Wunderbar. Wechselnde Themen haben wir hier, mal Italienisch, mal Spanisch. Es gibt viele Vorspeisen, Suppen, Hauptgang, Desserts, so viel man möchte. Mhm. Und da laden wir Sie dann die Gewinner herzlich zu ein. Ja, das ist sehr nett und nochmals schönen Dank. Dankeschön. Oh, und das zur Weihnachtszeit. Der Rheinische Hof in Dinklage. Wunderbar. Gut gegessen, gut geschlafen. Nun kann ich weitergehen. Nun ist der Santa Claus voll entspannt. Hier kann man sehr schön relaxen. Und nun warte ich aber doch noch auf Herrn DeVos, auf ein kleines Präsent. Nun wollen wir mal schauen, ob er etwas vorbereitet hat. Ah, Herr DeVos. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Das ist aber nett, dass du uns hier besuchst. Ja, geht's dir gut? Danke. Hast du dich schon entspannt? Ja, es war wunderschön. Ja, dieses Adiente, wunderbar. Schau mal, ich habe dir auch noch was mitgebracht, damit du dich noch mehr entspannen kannst. Danke, ist das danke, gut? Wunderbar. Ja? Ich bedanke mich recht herzlich. Dann sehen wir dich bald wieder. Ja, selbstverständlich. Aber nicht so lange warten. Ne? Gern, sehr gern. Alles klar, ich gehe mal zum Aufguss. Ich mache Ihnen die Tür auf. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Ja, verehrte Zuschauer, hier sind wir bei der Villa in Vechta. Man kann hier gut relaxen und sich super toll entspannen, soweit die Weihnachtszeit es zulässt. Oh,
Schaut mal, was für Gänse hier sind. Wunderschöne Gänse. Und das gibt Gänsebraten. Mein Gott, man kann sich wirklich schon auf Weihnachten freuen. Oh, schönen guten Tag, Frau Taphorn. Guten Tag, lieber Nikolaus. Ich wollte Sie mal herzlich besuchen. Willkommen. Danke. Auf dem Gänsehof Taphorn in Ingesladen. Kommen Sie bitte rein. Dankeschön, Dankeschön. Ich komme sehr gerne rein. Hier gibt es ja wirklich wunderschöne Sachen. Was verkaufen Sie hier im Geschäft denn noch? Sie können sich umgucken. Wir verkaufen Betten, Kissen, Wolldecken. Wir verkaufen für kleine Kinder nette Kissen. Mhm. Für die Wiege ein Kissen. Alles haben wir vorrätig. Sie können wunderbar immer was bestellen oder auch fertig abholen. Aus den Borten, alles, was wir haben, haben wir ja immer vorrätig. Schön, Frau Taphorn, wirklich sehr, sehr schön. Darf ich dann wohl die Frage stellen, ob Sie irgendetwas vorbereitet haben als Mitbringsel für unsere Verlosung bei Ruigio TV? Ja, ich habe was vorbereitet, passend zum Nikolaus in einer schönen roten Tasche. Das ist ein Kopfkissen und das würde ich Ihnen gerne geben. Schönen Dank, Frau Taphorn, für diese Gabe und ich denke mir, da wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Vielen Dank auch an Sie. Also, könnt ihr mir Fragen oder ein Liedchen oder ein Gedicht präsentieren? Dann kommt am 23.12. um 19 Uhr auf den Weihnachtsmarkt nach Lohne. Ich würde mich riesig freuen. Ho, 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 ho!